Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere bei Greuther Fürth. Ich habe das seit ungefähr 1,5 Wochen nicht mehr aufgenommen, denn ich habe auch auf das Update gewartet. Das Update kam jetzt diese Woche raus am Dienstag und ich nehme das jetzt am Sonntagabend auf, denn ich hatte zwischenzeitlich noch einiges zu tun. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen aufnehmen. 2 Folgen, denke ich, heute. Die Folge müsste auch morgen schon kommen, also Montag. Heute ist wahrscheinlich Montag schon. Heute wollte ich eigentlich die PES-Trainerkarriere bringen. Das funktioniert aber auch nicht vom Aufnahmetechnischen her aktuell. Die wird, die PES-Trainerkarriere mit Bayern, die wird wahrscheinlich in 2-3 Tagen weitergehen, also so Mittwoch, Donnerstag. Tut mir echt leid, aber sie wird kommen, aber es ist ein bisschen stressig alles momentan. Wir frischen ein bisschen auf, das interessiert hoffentlich auch den einen oder anderen. Ich werde jetzt ein bisschen hier mir die Tabelle mal angucken. Der 8. Spieltag ist schon angebrochen bei einigen Mannschaften. Der Bug ist ja jetzt hoffentlich gefixt. Also das Update kam raus. Ganz unten immer noch zu sehen ist Hamburg. Das ist natürlich nicht so realistisch. Regensburg-Darmstadt da ganz unten ist auch nicht ganz realistisch. Aber damit kann ich noch irgendwo leben. Aber dass Hamburg so weit unten ist, ist natürlich absolut unrealistisch. Wiesbaden dafür ziemlich weit oben. Wir mit Fürth auch ziemlich weit oben. Mal gucken, wie sich das jetzt verändern wird. Wir spielen ja heute sogar gegen Hamburg. Wir haben jetzt das Spiel gegen Kiel und danach das zweite Spiel gegen Hamburg. Und ich bin echt gespannt, ob das Update das jetzt so verbessert hat, dass wir dann wahrscheinlich ein mega schweres Spiel gegen Hamburg haben. Und ja, wir gucken uns das einfach mal an. Jedenfalls haben wir 7 Spiele gespielt und daraus ganze 14 Punkte holen können. 4 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage geht für Fürth absolut in Ordnung. Ich habe nämlich mal kurz reingeguckt. In echt sind sie natürlich schon ein paar Spieltage weiter, ja. Aber da haben sie zu dem Stand, wo wir jetzt hier sind, einen Sieg weniger, ja. Einen Sieg weniger, dafür eine Niederlage mehr. Das heißt, wir sind quasi 3 Punkte besser, als die Fürther in echt damals gewesen sind. Was jetzt wahrscheinlich oder hoffentlich nicht passiert ist, dass sie gegen Kiel verlieren. Ja, wir haben nämlich jetzt das Spiel gegen Kiel und in echt haben die Fürther das verloren. Da wird sich dann der Punkteabstand noch ein bisschen weiter vergrößern. Aber gut, das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand der Dinge. Nürnberg auch nur mit 7 Spielen immer noch auf Platz 1. Also das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Aber gut, wenn wir jetzt unser 8. Spiel machen, können wir auch wieder auf Platz 2 oder so kommen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir haben ziemlich viele Tore geschossen. Die Mannschaft mit den meisten Toren in der 2. Liga aktuell. 18 sind es. 17 hat Nürnberg. Das ist die zweitbeste Mannschaft. Dafür haben wir aber auch 9 Gegentore kassiert und haben dafür eine Tordifferenz von 9. Sind hier zweitbester tatsächlich, aber mit großem, großem Abstand zu Nürnberg. Also 4 Tore Abstand ist auf jeden Fall schon ordentlich, wenn man bedenkt, dass hinten raus nur 2 Tore hinter uns dann schon die nächste Mannschaft kommt mit Stuttgart. So, damit haben wir so einen kleinen Überblick mal wieder geschaffen. Ich hoffe, das hat euch interessiert. Manche fragen ja immer nach den Statistiken. Jetzt wisst ihr es und dann würde ich sagen, starten wir rein gegen Kiel. Wie gesagt, Schwierigkeitsgrad und so ist alles noch gleich geblieben. Ihr seht es hier auf Ultimativ. Ja, wir schauen einfach mal, wie das jetzt ist mit dem neuen Update eben. Inwiefern wir jetzt verkacken oder nicht. So, wir spielen zu Hause, 8. Spieltag gegen Kiel, wie gesagt. Ich bin echt gespannt, ich habe jetzt genug rumgelabert. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie gesagt, nach dem Update habe ich jetzt ein bisschen Angst tatsächlich, dass es nach hinten losgeht. Schwierigkeitsgrad wurde mit dem Update verbessert. Die Mannschaften spielen mit ihren Top-Teams. Da wird nicht die B-Mannschaft aufgestellt. Ja, deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass das jetzt nach hinten losgeht. In echt war ich da auch im Stadion. Schlechtestes Spiel der Saison war das. 3-0 verloren. Also 0 Schüsse zur Halbzeit, nicht mal neben das Tor. War auf jeden Fall richtig, richtig grausam. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht so läuft. So geil ist das Spiel bisher nicht, aber wir wollen auf jeden Fall nicht ohne Torschuss ausbleiben. Deswegen hier der Erste. Jetzt Redondo. Redondo rüber. Bringt den Ball nicht rüber, das gibt's nicht. Redondo, Caligiuri, ich glaube es war abseits, oder? Ja, fuck. Es zählt nicht. 1-0 durch Caligiuri und es zählt nicht. Der Kapitän mit dem Abseits-Tor.
Oh, erste Chance für Kiel und das war eine ganz gefährliche 34. Minute. Das hätte böse enden können. Burchard hat ihn. Und da ist das 1-0 für Kiel. 39. Spielminute. Kacke. Dreck. Ohne Spaß, dieses Spiel ist so komisch. Was? 2-0 Kiel. 44. Spielminute. What the fuck? Wieso ist der denn rein? Wieso ist der? Das macht doch gar keinen Sinn. Burchard. Fast das dritte. Ey, das kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt los? 2-0 für Kiel. Ich mach das nicht mit Absicht. Aber das ist genauso ein Scheißspiel wie in echt. What the fuck? Das Spiel in echt war richtig häselig und das hier ist genauso häselig. Einen Schuss haben wir. Wir haben immerhin einen. Und der ist auch aufs Tor gekommen. Das habe ich aber auch vorhin gesagt und hoffentlich reingeschnitten. Aber der Rest ist einfach alles Kacke. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Mann. 3-0. Oh. Ey, das ist tatsächlich wie in echt. Es geht nach vorne so wenig. Einfach Kacke. Und jedes Mal, wenn die kommen, machen die ein Tor. Das ist in echt nicht so gewesen, aber hier ist es so. Jedes Mal, wenn die kommen, ist es ein Tor. Alter. Alter Vater. Und der kommt schon wieder. Burchard. Ganz, ganz knapp schneller. Das ist doof. Das ist doof. Er macht noch einen Hackenpass. Auch das noch. Wieder Pfosten. Wir kriegen den Ball nicht raus. Ich drück drauf und er macht nichts. Oh. Was ist da los? 4-0. Ja. Das ist bekloppt. Es wird schon geboot, gepfiffen. Ich kann nichts machen. Keine Ahnung. Bullshit, Mann. Bullshit. Bullshit. Es ist, ich wusste es, dass es das 5-0 wird. Aber was soll ich denn tun? Das ist doch richtig kacke jetzt. 5-0. Verlieren wir gegen Kiel. Das Spiel in echt war ja schon scheiße. 3-0 verloren. Und jetzt hier 5-0. Das ist ja noch nicht mal vorbei, ist ja das Lustige. Irgendwie habe ich aber schon geahnt, dass mich das Update jetzt killt. Irgendwie habe ich das schon gerochen. Ja, da kommt das sechste angerollt, glaube ich. Ja. Jeder Schuss ein Treffer. 6-0 verliert für zu Hause gegen Kiel. Absolut RIP. Alter, was soll ich denn jetzt dazu noch sagen? Ich schäme mich schon für diese Folge. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich hier machen? 6-0, Alter. Wir haben es absolut kassiert. Zwei Schüsse. Einen aufs Tor. Zu 16. 11 aufs Tor. Ach du Heilige. 6-0 haben wir verloren. 6-0. What the fuck? Wieder ein Spiel ohne Tor von Hergota. Ob wir noch hinter ihm stehen? Natürlich. Er macht das ja nicht absichtlich. Also, wir spielen im Training konzentriert, wir probieren alles. Es war ein schweres Spiel, Leute. Was ist schief gelaufen? Ich weiß es nicht. Alles. Es war richtig schlecht. Richtig schlecht. Bin mir nicht sicher. Schwer zu sagen. Also wir haben uns gut vorbereitet. Sind mit einer positiven Einstellung ins Spiel gegangen. Aber wenn du da mit zwei Toren hinten liegst, ist es dann auch schwierig. Wir haben ja sogar 1-0, das 1-0 gemacht. War ein Abseitstor. Woran lag es heute? Wir haben nicht das übliche Spiel aufziehen können.
ja, sie haben das Tor gemacht, sie wussten, wie sie das nach Hause bringen konnten. Ja, sie haben das absolut gut gemacht, aber 6-0, das ist richtig mies. Oh nein. Nein, Trainingsverletzung. Mavrai, 3 Monate. Ja, jetzt kommt alles doppelt bitter. Er ist mega verletzt. Das ist gar nicht cool. Jetzt spielen wir gegen Hamburg. Das ist ein schweres Spiel. Wir müssen mit Bauer spielen. Der hat eine 60er-Bewertung. Also deutlich der schlechteste hier jetzt im Team. Der ist eigentlich für die Zweitmannschaft geplant, die hier ist. Aber ja, doof. Ziemlich doof. So, mit Hamburg haben wir ein weiteres lizenziertes Stadion. Das Volksparkstadion. Und Jan, der hat eine Torwartkette mit bei Hamburg. Und als er gegen Fürth gespielt hat, hat er mir geschrieben, ganz provokant, dass er gewinnt. Also heute müssen wir am besten gewinnen, damit ich ihm schreiben kann. Ja. Das ist ja, das geht ja mal gar nicht. Naja, Nielsen steht natürlich im Vordergrund. Das ist ein Spieler, der bei uns ganz häufig getroffen hat. Nach dem Spiel jetzt gerade eben ist aber ganz unsicher, was das jetzt hier wird. Wir stellen auf jeden Fall auf Defensiv, probieren das ähnlich wie gegen Stuttgart, dass wir in Kontermöglichkeiten kommen und auf Fehlpässe hoffen. Vielleicht wird das direkt mal irgendwas. Redondo, der kommt erst ziemlich langsam mit. Die Flanke war richtig schlecht. Und jetzt Paul Seguin. Ja, erste Chance für uns. Hey, juhu. Den müssen wir am besten auch noch machen. Oh, ganz gefährlich. Wenn der da nicht mit dem Kopf da ist, ist der Hamburger frei. Ich weiß da nicht, welcher es ist. Kenne mich bei Hamburg nicht so aus. Sehr stark von Keita Ruel. Der Pass auf Nielsen. Der wieder zurück auf Keita Ruel. Und jetzt Redondo. Was? Wie schlecht? Das Tor war leer. Schießt den Torwart an. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Unten ist Keita Ruel. Wir kriegen's nicht hin. Das gibt's nicht. Oh, Burchert. Ganz stark, 27. Minute, erste ganz gefährliche Chance für Hamburg. Man merkt schon, wir spielen besser, wir sind besser drin, wir sind auch gefährlicher, sogar gefährlicher als Hamburg gerade. Und es ist halt schade, dass wir es bisher nicht gemacht haben. Jetzt kommt Hamburg, zweite gefährliche Chance. Jetzt Nielsen, Keita Ruel, ja, yes, endlich, es ist so verdient, es ist so, so verdient, oh, hab ich mir einen abgerackert für dieses Tor. Und dann ballert den Nielsen an den Pfosten, ey, ich hätte schon verzweifeln können. Zum Glück springt er zu Keita Ruel, der mit seinem 6. Saisontor. Dankeschön. Oh, Ball weg. Halbzeit. Wir führen zur Halbzeit mit 1-0. Das erinnert mich irgendwie an Stuttgart. Boah. Was für ein Reflex von Sascha Burchert. Ganz, ganz gefährlich hier wieder. Nein! 1-1. Jetzt hören wir diese crazy Hymne von Hamburg. Schnappt sich die Kamera, okay. Der Hinterseher. Ziemlich auf und davon alleine gewesen. 1-1 gegen den Torwart. 60. Minute, 1-1. Nielsen! Oh Mann, ey! Warum ist unsere Mannschaft so abschlussschwach? Boah, ey, das sind Zentimeter ganz knapp. Und dann ist es hier der direkte, die direkte Antwort, das 2-1. Oh, das war richtig schwach. Das ist deckig, das ist nervig. Burchard hat ihn. Ganz stark. Das ist nicht gut.
Jetzt sind sie durch. 2-1. Scheiße, Mann. Das ist doch so nervig. 74. Spielminute. Spiel gedreht. Hamburg führt. Wegen dem Fehlpass hier. Es passiert halt. Was soll ich machen? Ich kann nicht 90 Minuten das alles richtig machen. Also mit Fürth so ein Spiel gegen Hamburg zu gewinnen oder einen Punkt zu holen, ist schwierig. Du musst halt echt über 90 Minuten alles richtig machen. Sebastian Ernst hat Platz, kann gehen. Sebastian Ernst, Skater-UL! Scheiße! Ja, die spielen jetzt auf Zeit, die Hunde, Alter. Ich krieg den Ball da nicht hinten raus und jetzt läuft die Zeit runter. Ach, das ist doch häslich, ey. Als Hamburg gegen Fürth auf Zeit zu spielen. Und jetzt werden sie dafür auch noch belohnt, Alter. Leckt mich am Arsch. Kicks kotzen ohne Müll. Ah, Leute, die Folge heute nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft habe. Ich meine, 3-1 gegen Hamburg ist jetzt auch wieder so ein Ergebnis, wo man sagt, okay, ja, ist jetzt nicht unrealistisch. Aber ach, Mann, ey. Weil wir waren halt nicht schlecht. Aus, vorbei. 3-1 gewinnt Hamburg. Zwei Niederlagen. Eine deftige, die mir immer noch ganz, ganz tief drin sitzt. 6-0 gegen Kiel. 3-1 gegen Hamburg kann ich schneller und einfacher verkraften. Auch wenn wir natürlich hätten mehr draus machen können. Was ist heute schief gelaufen? Ja, auch hier würde ich wieder sagen, ich bin mir nicht sicher, weil hier ist es halt wirklich so, dass wir haben gut gespielt, muss ich eigentlich sagen. Wir haben gut gespielt und sah aus, als könnten sie wieder ins Spiel reinkommen. Und dann macht der Hamburger SV das letzte Tor. Das war entscheidend, oder? Ja, Hamburg, was soll ich sagen? Würde ich jetzt nicht so sagen, aber die anderen Antworten, die waren auch nicht viel besser. Hinterseher war oder der beste Spieler bei den Gegnern war eher der Grund, warum wir hier nichts zu holen hatten. Ja, wir müssen schauen, was wir besser machen können. Es gibt einige Bereiche, an denen wir noch arbeiten können und deswegen, ja, Hinterseher hin oder her. Ist halt so. Gut, das war's von der heutigen Folge. Ich schreibe jetzt Jan noch, was hier los war. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.